gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Fachtage im Möbelzentrum Großreschen. Wir haben mit unseren führenden Möbelherstellern verhandelt und konnten einmalige Industriekonditionen vereinbaren, die wir nur noch bis Samstag, den 23. September, direkt an unsere Kunden weitergeben. Außerdem bis zu 30% auf Möbelneubestellungen plus 3% Fachtagerabatt inklusive Gratislieferung und 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Wir sind die Region. Genauso wie ihr. Ihr habt Talent. Genauso wie wir. Zusammen geht's besser. Ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen. Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Montag, dem 11. September. Wir starten mit Neuigkeiten oder besser gesagt ein paar Impressionen aus Hoyerswerda. Zehntausende Besucher waren am Wochenende auf den Straßen der Neustadt unterwegs. Hier fand nämlich das große Stadtfest zum mittlerweile 26. Mal statt. An insgesamt 3 Tagen wurde in Hoyerswerda ordentlich die Sau rausgelassen. 4 Schläge, dann war der Zapfhahn drin. Und das diesjährige Stadtfest Hoyerswerda durch Oberbürgermeister Thorsten Ruban-C. offiziell eröffnet. Über 50.000 Besucher waren von Freitag bis Sonntag auf den Straßen der Neustadt unterwegs. Dabei feierten die Hoyerswerder an den zahlreichen Ständen, Fahrgeschäften und vor der Hauptbühne die großen Showacts ordentlich. Auf letzterer sorgten die Musiker von Gundermanns Elschaft für gute Stimmung auf dem Lausitzer Platz. Egal ob mit einer Fahrt auf dem Riesenrad, beim freien Fall, Trampolinspringen oder einfach beim Flanieren an den zahlreichen Ständen, beim 26. Stadtfest Hoyerswerda wurde den Besuchern so einiges geboten. Am Samstag und Sonntag ging es dann mit Einlagen der Wittichenauer Tanzgruppen, mit Musik von AC/DC und auch den Schwarzheider Blasmusikanten abwechslungsreich weiter. Insgesamt waren sowohl die Stimmung und auch das finale Resümee der Besucher sehr gut. Seit Anfang September hat die katholische Gemeinde Heilige Familie Hoyerswerda einen neuen Pfarrer. Am Sonntag wurde Dr. Alfred Hoffmann in einem Gottesdienst feierlich in sein neues Amt eingeführt. Nach einem vom Bischof vorgegebenen Ritus wurden ihm unter anderem die Schlüssel zur Pfarrkirche, das Evangelienbuch und schließlich die Leitung der Messfeier von Dekan Ansgar Florian aus der Nachbargemeinde Wittichenau übergeben. Neben der gewohnten Orgelbegleitung bildeten auch der Gaudeamus-Chor sowie das Blechbläserensemble Philharmoniker den musikalischen Rahmen der Feierlichkeiten. Zum Abschluss des Gottesdienstes überbrachten unter anderem Hoyerswerdas Oberbürgermeister Thorsten Ruban-C. und die beiden im Ruhestand befindlichen Geistlichen Superintendent Friedhard Vogel und Peter Paul Gregor Grußworte und hießen den Neuen in der Stadt und der Pfarrei willkommen. Außerdem wurden die Gemeindereferentin Veronika Noack sowie Priesteramtskandidat und Praktikant Johannes Ehme von Pfarrer Hoffmann begrüßt. Beide leisten fortan ihren Dienst in und für die Pfarrgemeinde Heilige Familie. In unseren heutigen Kurznachrichten starten wir mit einer großen Förderung für Bildungseinrichtungen. Noch bis Ende des Jahres stehen 10 Millionen Euro für Bildungs- und Jugendeinrichtungen zur Verfügung. Alle Infos zum Programm und weitere Meldungen jetzt.
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport unterstützt aus dem Brandenburg-Paket gemeinnützige Träger und Einrichtungen der Bereiche Bildung, Jugend und Sport sowie kommunale Volkshochschulen. Für die Hilfen stellt die Landesregierung insgesamt 10 Millionen Euro bis zum 31. Dezember 2023 zur Verfügung. Dafür können jetzt die Anträge gestellt werden. Antragsberechtigt sind unter anderem gemeinnützige Träger von Kinder- und Jugenderholungseinrichtungen oder Jugendbildungsstätten sowie Landkreise und kreisfreie Städte, zum Beispiel für deren anerkannte Einrichtungen und kommunale Volkshochschulen. Mit der Transformationsstudie zur Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung in der Region Hoyerswerda, Weißwasser und Spremberg legte das beauftragte Fraunhofer IEG nun eine Blaupause für die kommunale Wärmewende vor, die bundesweit übertragbar ist. Hier wird dargestellt, welche Wärmequellen und Erzeugungstechnologien in der Region zur Verfügung stehen. Einen Vorteil hier bilden demnach die vorhandenen und weiter ausbaubaren Fernwärmenetze und die Zusammenarbeit der drei regionalen Wärmeversorger. Die Studie sieht insbesondere in Spremberg und Hoyerswerda geeignete Flächen für Solarthermie in der Nähe der Fernwärmenetze. Der Scheibesee und der Bärwalder See erwiesen sich als technisch geeignet für Gewässerthermie mit passenden Wärmepumpen. Abwärme aus Industrie- und Kläranlagen, Geothermie oder auch Biomasse aus Rest- und Altholz sind nur begrenzt verfügbar. Alle drei Städte verfügen über ein gut ausgebautes Fernwärmenetz. Mittelfristig ließen sich bis zu 70% der Haushalte anschließen. Man habe in der Lausitz eine solide Basis, um zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern das Energiesystem zukunftsfest zu machen, so Katrin Bartsch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke Weißwasser. Seit 2021 arbeiten Hoyerswerda, Weißwasser und Spremberg gemeinsam an der Wärmewende und wollen sie künftig weiter vertiefen. Mit der vorliegenden Transformationsstudie sind die geplanten Vorgaben der Bundesregierung für kommunale Wärmeplanung bis 2028 bereits heute weitgehend erfüllt und zentrale Aussagen getroffen. Laut Sprecher des Konsortiums Wolf Thomas Hendrich können Hoyerswerda, Weißwasser und Spremberg die Transformation hin zu einer dekarbonisierten Erzeugung umsetzen. Die künftige Fernwärme bleibe auch mit nachhaltigen Erzeugungstechnologien wettbewerbsfähig und günstig, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Weißwasser. Mehr Informationen zum Projekt sind unter www.wärmende-lausitz.de zu finden. Finsterwaldes Bürgermeister Jörg Gampe drängt weiter auf Transparenz in Sachen Krankenhaus. Die von der Stadt gestellten Fragen werden von Seiten der Kreisverwaltung Elbe-Elster weiterhin nur unzureichend beantwortet, so Gampe in einer Presseinformation. In einem erneuten Schreiben forderte der Bürgermeister den Landkreis zu einer offenen Kommunikation zur Beantwortung der mehrfach gestellten Fragen auf. In einer ersten persönlichen Konsequenz ist Jörg Gampe aus der CDU ausgetreten. Für den 7. Oktober ist eine weitere Demonstration gegen die Umsetzung des sogenannten 3+1 Konzeptes geplant. Diese soll diesmal am Klinikumstandort Elsterwerda stattfinden. In seiner letzten Sitzung hat der Bautzner Gemeinderat weitere Planungen und Beschlüsse bekannt gegeben. So wurde unter anderem die Sanierung der Holzbrücke über das alte Vlies in Kleinsaubernitz beschlossen. Bei der Instandsetzung wird der Belag ausgetauscht und das Geländer erneuert. Die Baumaßnahme soll im Zeitraum September bis Oktober 2023 erfolgen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich dabei auf 12.000 Euro. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Straßendeckenbau der Brösoer Dorfstraße in Richtung Löhmeschau. Die Straße ist schon seit langem in einem sehr schlechten Zustand. Die Baumaßnahme soll noch dieses Jahr realisiert werden. Des Weiteren wurde das neue Bebauungsgebiet Wohngebiet Brunnenweg im Ortsteil Breititz auf den Weg gebracht. Hier sollen 7 neue Baugrundstücke entstehen. Die Stadt Lauchhammer weist auf eine Oberflächenbehandlung verschiedener Straßen in den kommenden Tagen im Stadtgebiet hin. Betroffen sind die Grünhauser Straße, die Hammerstraße und die Johann-Sebastian-Bach-Straße im Stadtteil Ost, die Elsterwerda-Straße in Lauchhammer West sowie Teile der Schwarzheider Straße und Teile der Straße an der Schwarzen Elster im Stadtteil Süd. Des Weiteren werden Teile der Ernst-Thälmann-Straße und Teile der August-Bebel-Straße im Ortsteil Kostebrau in den kommenden Tagen mit Split behandelt. Der Bischofswerda Kostümfundus hat in den letzten 365 Tagen große Veränderungen vollzogen. So bezog er im Frühjahr sein neues Domizil im Stadtteil Süd. Dies möchte der Verein nun feiern und lädt alle Interessierten am 16. September ab 12 Uhr zu seinem Vereinsfest ein. Neben einer Menge Aktionen wie Dosenwerfen, Kinderschminken, Zuckerwatte oder Glücksrad soll es auch eine Challenge geben. Vereinschef Kenny Jeckel fordert Bischofswerda und Umland heraus, den Verein in einer Runde Mario Kart auf der 150 Zoll großen Leinwand im neuen Kino zu schlagen. Es winkt ein Gutschein für ein eigenes Kinoerlebnis. Der Verein möchte an diesem Tag gern mit den Besuchern über Kooperationen und Mitgliedschaften sprechen.
Jonas Polenz, der Betreiber der Strandbar an der Olba, hat für die Badesaison des nächsten Jahres Änderungen angekündigt. So werde es einen größeren Umbau des Kioskgebäudes geben, in dem sich auch der Imbiss befindet. Derzeit stehe nur eine Ausgabeluke zur Verfügung, wodurch es zu langen Wartezeiten kommen könne. Nach dem Umbau solle es separate Luken für Eis, Getränke und Speisen geben. Dass die Strandbar nur bis 18 Uhr geöffnet ist, begründet Jonas Polenz mit der fehlenden Nachfrage in den Abendstunden. Wie er weiter mit dem Kiosk verfährt, hat der Betreiber noch nicht entschieden. Die Umsätze bezeichnet er als absolut enttäuschend. Möglicherweise werde er den Kiosk schließen und sich auf Imbiss und Bar konzentrieren. Aus den Händen des sächsischen Innenministers Armin Schuster erhielt Mario Adolfs vom Karate-Do-Verein Hoyerswerda die Auszeichnung Joker im Ehrenamt. Damit werden langjährige und in besonderem Maße engagierte Ehrenamtler in Sachsen geehrt. Mario Adolfs ist seit mehr als 40 Jahren als Übungsleiter, Vorstand, Kampfrichter, Referent und Prüfer tätig. Angefangen hat er 1981 als Übungsleiter und Vorstand der Sportgemeinschaft 8. Mai im Stadtzentrum von Hoyerswerda. Heute ist Mario Adolfs noch immer in seinem Verein in zahlreichen Funktionen aktiv. Bedankt hatte er sich im Rahmen der Auszeichnung bei seinen vielen Mitstreitern und vor allem bei seiner Frau. Ohne deren Unterstützung ist die umfangreiche Ausführung eines Ehrenamtes nicht möglich. Nicht nur das Stadtfest in Hoyerswerda zog am Wochenende viele Besucher an. Auch das bekannte Klassikmusikfestival, das Kammermusikfest Oberlausitz, startete am Freitag zum mittlerweile dritten Mal. 7 Tage lang, also noch bis diesen Freitag, heißt es in den Schlössern und Kirchen um Malschwitz, Milkel und Pulsnitz wieder Bühne frei für die Kammermusik der Extraklasse. Bei der Eröffnung durch den Dresdner Kreuzchor in Baruth waren wir für Sie vor Ort. Eines der größten und außergewöhnlichsten Musikfeste ist am Freitag im Malschwitzer Ortsteil Baruth gestartet. Über 400 Gäste wohnten der Eröffnung des Kammermusikfest Oberlausitz in der evangelisch-lutherischen Kirche Baruth bei. Einmal ist keinmal, zweimal ist Wiederholung und dreimal ist Tradition, so Pfarrer Michael Ramsch in seiner Eröffnungsrede. Das mittlerweile weit über die Oberlausitz hinaus bekannte Klassikmusikfestival findet alle 2 Jahre statt und wechselt sich so seit 2022 mit der Kammermusikfestakademie für den Nachwuchs ab. Intendant Dr. Hagen Lippe-Weißenfeld will damit nicht nur der Kammermusik, sondern auch den Kulturorten in der Oberlausitz neuen, frischen Schwung geben. Das Kammermusikfest hat sich von Anfang an der Erhaltung von Schlössern und Kirchen im ländlichen Raum gewidmet. Es möchte diese kulturellen Denkmäler mit ihrer Leucht- und Strahlkraft weiter pflegen, helfen. Dafür bespielen wir sie mit Musik, wie das in den Jahrhunderten immer schon der Fall war, und lenken die Aufmerksamkeit darauf. Wir wollen aber auch das Ehrenamt fördern. Wir haben hier beim Festival über 100 ehrenamtliche Beteiligte, die das ganze Festival möglich machen überhaupt. Und uns liegt daran, den musikalischen Nachwuchs zu fördern. Und dafür arbeiten wir mit den Musikschulen zusammen. Wir haben auch ganz viele Musikschüler eingeladen. Wir haben in diesem Jahr auch noch ein Partnerschaftsprojekt, das nennt sich KMO Goes School. Wir gehen also in die Schulen mit unseren Musikern. Dort erleben die vormittags diese Musiker live in ihrer Schulklasse. Da sind wir in den allgemeinbildenden Schulen. Und abends kommen dann diese Schüler hier in unsere Konzerte. Mittlerweile ist das Fest in den Köpfen der Leute verankert und in den Kalendern eingetragen. Schon bevor überhaupt der erste Ton erklang, waren die rund 1500 Karten ausverkauft. Ein Grund dafür dürfte auch die Premiere des Dresdner Kreuzchores sein, welcher das Kammermusikfest Oberlausitz in diesem Jahr musikalisch eröffnete. Heute Abend ist ein ganz besonderer Abend, der Auftaktabend für unser Kammermusikfest, die dritte Auflage. Bei herrlichem Wetter empfangen wir den Dresdner Kreuzchor, der erstmals bei unserem Festival auftritt und in einer Formation mit 45 Sängern hier diese wunderschöne Kirche zum Klingen bringt, die ja unsere sozusagen Urkirche ist für das Festival. Hier ist alles entstanden 2019. Insofern ist das heute ein ganz besonderer Abend. Um dem regen Interesse und der Musikbegeisterung der Gäste gerecht zu werden, wurden auch in diesem Jahr die Anzahl der Plätze vor der Kirche erweitert. Live war das Konzert hier auf einer großen Leinwand zu sehen. Das Wetter zeigte sich dafür von seiner besten Seite. Unter den Gästen war bei der Eröffnung auch Franziska Brech als Leiterin der Geschäftsbereiche Kultur und Tourismus beim Sächsischen Kulturministerium.
Was mich an diesem Festival besonders begeistert, ist die Tatsache, dass hier nicht nur Musiker von Weltrang engagiert werden können, sondern dass sich diese Musiker auch darauf einlassen, an Schulen zu gehen und mit Schülerinnen und Schülern über Gesellschaft zu sprechen, über Kunst und Kultur zu sprechen und somit einen wichtigen Beitrag auch für das Zusammenleben hier im ländlichen Raum leisten. Was mich freut, ist, dass wir nicht nur die wunderbaren Orte hier zum Leuchten und Klingen bringen, sondern dass sie auch in die Welt hinausstrahlen. Denn das Lausitzer Kammermusikfestival hat in der Zwischenzeit einen wirklich tollen Ruf über die Grenzen der Lausitz hinaus. Dabei bleibt das Kammermusikfest aber auch regional stark verwurzelt. So werden beispielsweise die Mitglieder des Fördervereins Barother Kirche und auch die Stiftung Wald für Sachsen aktiv in die Durchführung und Weiterentwicklung des Festes eingebunden. Dieses Engagement stößt auch auf Kreisebene auf Unterstützung. Als Schirmherr steht der Landrat des Landkreises Bautzen hinter dem besonderen Klassikmusikfest in der Oberlausitz. Am Freitag, vertreten durch die erste Beigeordnete Romy Reinisch, betont sie die Bedeutung solcher einmaligen Veranstaltungen. Die sind wichtig für unsere Region. Wir stehen gerade vor dem Umbruch, Thema Strukturwandel, Kohleausstieg. Die jungen Leute verlassen uns und wir müssen genau das Klientel aber hier halten. Wir müssen den jungen Leuten was anbieten und da gehört natürlich so ein Kammermusikfest genauso dazu wie das Kino, das Theater, die Tanzveranstaltung. Und das finde ich absolut notwendig, um ja auch die Attraktivität unserer Region zu steigern. Wir haben eine wunderbare Landschaft und wir haben auch eine wunderbare Kulturlandschaft. Und solche Events können das natürlich wunderbar nach außen tragen. Noch bis Freitag findet das Kammermusikfest Oberlausitz statt. Nach dem Auftakt in Baruth mit dem Dresdner Kreuzchor, dirigiert von Kreuzkantor Martin Lehmann, stehen für die kommenden Tage noch das Schloss Gröditz, die evangelisch-lutherische Kirche Hochkirch und das Zinzendorf-Schloss in Bertelsdorf auf dem Programm. Den krönenden Abschluss wird es dann am Freitag wieder hier in Baruth geben. Dann ist auch der künstlerische Leiter der Kammermusikfestakademie Nils Mönkemeyer mit dabei und haucht den Werken von Schumann, Beethoven und Mozart neues Leben ein. Auch wenn eigentlich schon alle Karten verkauft sind, so soll es sich doch lohnen, auf eventuell zurückgegebene Karten zu hoffen und einfach vorbeizuschauen. Alle weiteren Infos auch zu den geplanten Konzerten und der Akademie gibt es auf der Internetseite des Kammermusikfest Oberlausitz. Ihre berufliche Perspektive. Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ein attraktiver Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit bei 37-Stunden-Woche. Tarifvergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 30 Tage Urlaub, betriebliche Krankenversicherung und vieles mehr. Interessiert? Dann einfach informieren unter wh-hy.de und gleich bewerben. Am besten per E-Mail an bewerbung@wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Wir schauen auf die Blaulichtmeldungen der Polizei in der Lausitz. Da starten wir heute mit einem schweren Unfall in Pfaffendorf. Hier prallten zwei Pkw fast frontal ineinander. Zur genauen Ursache tappen die Beamten aktuell noch im Dunkeln. Das und mehr jetzt. Am Montagmorgen kam es bei Pfaffendorf im Landkreis Görlitz zu einem schweren Unfall. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten an der Kreuzung der S111 zur K8403 ein VW Passat und ein Dacia Duster nahezu frontal miteinander. Da der Notruf automatisch von einem der Autos abgesetzt wurde, war unklar, wie schwer der Unfall war. Daraufhin eilten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehrrettungsdienst und der Polizei zum Unfallort. Es stellte sich dann aber heraus, dass niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Trotzdem wurden bei dem Crash zwei Personen verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Am Montagvormittag kam es in Neukirch zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 9.25 Uhr kollidierten ein Seat und ein Opel Corsa auf der Ampelkreuzung der B98 zur Bautzner Straße. Bei dem Crash wurden zwei Personen verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel aus den Fahrzeugen und sicherte die Einsatzstelle ab. Während der Rettungsmaßnahmen kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
Am Samstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Ölfilm auf der Spree in Bautzen aus. Die Suche brachte die Kameraden zu einer technischen Anlage zwischen der alten Wasserkunst und der Hammermühle. Dort war offenbar aufgrund eines technischen Defektes Hydrauliköl ausgelaufen und verschmutzte das Gewässer. Weiter flussabwärts wurden dann Ölsperren aufgebracht, um eine Ausbreitung des Schadstoffes weiter zu verhindern. Während die Polizei sich um den Verantwortlichen kümmerte, brachten die Feuerwehrkameraden an der Anlage noch Ölbindemittel aus, damit das Hydrauliköl sich nicht weiter ins Gewässer ausbreiten konnte. Ein Messfahrzeug der Feuerwehr Kirschau-Rodewitz nahm noch Proben für die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Seit Samstag war eine Seniorin aus Spremberg verschwunden. Frau K. hatte zuletzt Donnerstagmittag telefonisch Kontakt zu ihren Verwandten und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Daher wendete sich die Polizei an die Bevölkerung und bat um Mithilfe. Nun konnte die Polizei Entwarnung geben. Die 63-jährige Vermisste ist Sonntagmittag lebend gefunden worden. Zeugen hatten die Frau gegen 11.30 Uhr am Fuß- und Radweg an der Spree festgestellt. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Medien sowie der Bevölkerung. Am späten Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage Ramenau. Eine junge Frau befuhr mit ihrer Simson S51 den Burkauer Weg. Sie beabsichtigte, nach links auf die B98 in Richtung A4 aufzufahren. Dabei missachtete die 19-Jährige offenbar die Vorfahrt des auf der Bundesstraße kommenden VW, wodurch es zur Kollision kam. In der Folge erlitt die Simson-Fahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 41-jährige Fahrer des PKW sowie zwei Insassen, ein 85-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 35.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wir schauen jetzt noch aufs Wetter und auf einige interessante Tipps zur Freizeitgestaltung hier in der Lausitz. Noch bis Mittwoch soll ja fantastisches Sommerwetter werden. Zuvor wagen wir aber wieder einen Blick in die Vergangenheit. Vor genau 102 Jahren wurde in Hoyerswerda das Stadion eingeweiht. Inmitten der Stadt war dieser Standort für den Fußballverein jedoch nicht von Dauer. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 11. September 1921 wurde das Stadion am Adler eingeweiht. Hintergrund war die Gründung des Sportvereins 1919 am 2. Mai des gleichen Jahres. Die ersten Fußballspiele fanden auf der Alleewiese, dem Gelände des heutigen Zoos, statt. Die Spiele inmitten der Stadt waren Hoyerswerda aber ein Dorn im Auge. Deshalb legten die Abgeordneten fest, dass der Fußballsport auf dem abgelegenen Platz am Wasserturm seine neue Heimstätte finden sollte. Dort legten die Vereinsmitglieder selbst Hand an, um den Sportplatz zu errichten. Mittlerweile steht die Anlage leer, weil der Verein ins Jahnstadion gezogen ist. Auf einem Teil des Areals ist nun eine Eigenheimsiedlung geplant. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In Kamenz findet morgen in der Klosterkirche St. Annen die 10. Kamenzer Rede statt. Diesmal ist der Autor Clemens Meyer zu Gast. Für das Jubiläumsjahr hat die Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption den Leipziger Autor in die Lessingstadt geladen. 2006 erschien sein erster Roman Als wir träumten über das Leben einer Jugendklicke im Nachwende Leipzig, für den er zahlreiche Preise erhielt und der später von Andreas Dresen verfilmt wurde. Mein Sachsen ist das Sachsen Lessings, schrieb Meyer einmal. Es sei das Land, in dem Karl May träumte und Goethe zechte. Für seine Kamenzer Rede wählte Meyer den vielsagenden Titel Indianer in Sachsen über Mythen und Albträume. Beginn der 10. Kamenzer Rede ist um 19 Uhr. Karten erhalten Sie in der Kamenz-Information sowie im Lessing-Museum. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird der Erwerb der Karten im Vorverkauf empfohlen. Auch morgen können Sie ab 12 Uhr eine kurzweilige Orgelpräsentation mit Anspiel der Sonnenorgel in Görlitz erleben. Die Sonnenorgel wurde 1697 vom kaiserlichen Hoforgelbaumeister Eugenio Casparini geschaffen, der über mehrere Jahrzehnte in Italien wirkte. Ein Prospekt mit 17 Sonnen, also strahlenförmig angeordneten Pfeifen, und ein spektakuläres Register, zum Beispiel mit Tierstimmen, gehören zu ihren Besonderheiten. Zu Orgelpunkt 12 besteht in
der Peterskirche in Görlitz von April bis Oktober am Dienstag und Donnerstag jeweils 12 Uhr diese schöne Möglichkeit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Spenden vor Ort wird gebeten. Das Ganze dauert eine knappe Stunde. Im Makerspace Niesky öffnet morgen wie jeden Dienstag während der Schulzeiten von 13 bis 16 Uhr die Werkstatt für alle Interessierten. Übrigens, immer am ersten Dienstag im Monat findet um 15 Uhr das Makerspace Plenum statt. Dort kann man seine Meinung kundtun und selbst mitentscheiden, wie und was der Makerspace Niesky in Zukunft sein soll. Aktuell gibt es Workshops jeder Art alle 2 Wochen in der Schulzeit. Hier kann man ausprobieren, worauf man schon immer mal Lust hatte. Es ist immer noch Sommer laut Kalender und das zeigt uns das Wetter in den letzten Tagen auch mit absoluter Sonnenkraft. Der Himmel über der Lausitz ist blau und nur ganz vereinzelt von einigen wenigen Schleierwolken bedeckt. Die Werte kratzen an der 30-Grad-Marke und so war gut bedient, wer heute Abkühlung bekam in einem der vielen Seen und Bäder der Lausitz. Wenn die Sonne untergeht, wird es, wie schon in den Tagen zuvor, schnell wieder kalt. Bis einstellig sinken die Temperaturen ab. 9 Grad gibt's im Minimum. Morgen gibt's laut aktueller Prognose den letzten vollen Hitzetag. Die Werte steigen noch ein letztes Mal auf hochsommerliche 30 Grad im Norden der Lausitz. Zeit für einen letzten Sprung ins kühle Nass. Kein Wölkchen wird das Badewetter trüben. Auch im Bergland, im Zittauer Gebirge und in der herrlichen Hügellandschaft der Oberlausitz erreichen wir morgen noch einmal Spitzenwerte von 27 Grad. Die Nachtwerte gehen hier allerdings lange nicht so weit nach unten wie im Norden der Lausitz. Hier braucht man nur eine leichte Decke. Warme 19 Grad ist das zu erwartende Minimum. Ab Mitte der Woche wendet sich dann das Blatt, die Sonne kriegt Konkurrenz am Himmel und zwar nicht nur von ein paar wenigen kleinen Schäfchenwolken, sondern gleich von richtig saftigen Regen- und Gewitterwolken. Besonders am Vormittag können wir mit Regengüssen rechnen und am Nachmittag sind dann Blitz und Donner mancherorts auch möglich. Am Abend sind dann noch im Süden kleinere Ausläufer des Regengebiets vorhanden, im Norden sollte es dann schon vorüber sein. Die Werte sind dann deutlich kühler, maximal bei 20 bis 23. 23 Grad maximal. Auch die Nächte werden dann wieder frischer und die Luft kühlt sich bis unter 10 Grad Celsius ab. Am Donnerstag herrscht dann zwar wieder das Sonnenwetter vor, allerdings nicht mehr kombiniert mit Werten um die 30 Grad, sondern nur noch 10 Grad kühler. Wir sind nun im Bereich von 20 bis 23 Grad angekommen und dort pendeln sich die Werte auch am Ende der Woche ein. Regen wird dabei dann erst einmal nicht erwartet. Und so schnell sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Wir gehen jetzt noch wieder raus in die Lausitzer Natur. Auch wenn die Saison für die Heidelbeeren schon fast zu Ende ist, findet man sie noch hier und da. Die wildwachsende Beere ist sehr gesund und wir erfahren gleich, was sie ihrer Verwandten, der Kulturheidelbeere, voraus hat. Viel Spaß bei Natürlich Lausitz. Wir sehen uns morgen zur Drehscheibe Lausitz um 18 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Natürlich Lausitz. Heidelbeeren, lateinisch Vaccinium, sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse. Bis zu 500 Arten sind bekannt und vorwiegend auf der Nordhalbkugel und natürlich auch in der Lausitz verbreitet. Im Juli beginnt die Heidelbeersaison. Überall sind die kleinen, blauen Früchte, denen so viel Gutes nachgesagt wird. Entzündungshemmende Vitaminbomben sollen sie sein. Schon die alten Griechen und Römer verwendeten Heidelbeeren als Heilmittel gegen Darmerkrankungen. Im Mittelalter entdeckte Hildegard von Bingen den Wert der blauen Waldfrüchte als Heilpflanze wieder. Auch in aktuellen Forschungen wurde nachgewiesen, dass Heidelbeeren bestimmte Enzyme, die für Entzündungen verantwortlich sind, hemmen. Bei der gesundheitsfördernden Wirkung liegen die wilden Heidelbeeren vorne. Sie enthalten mehr gesunde Farbstoffe in ihrer Haut als Kulturheidelbeeren. Die bei uns heimischen wilden Heidelbeeren lieben humusreiche, luftdurchlässige Böden, die einen sauren pH-Wert aufweisen. Der Zwergstrauch wird bis zu 30 Jahre alt und vermehrt sich über Ausläufer.
So kann eine Mutterpflanze mit ihren Ausläufern bis zu 1000 Quadratmeter besiedeln. Um genügend Nährstoffe aufnehmen zu können, ist die wilde Heidelbeere auf eine Partnerschaft mit einem ganz besonderen Pilz angewiesen. Der Mykorrhiza-Pilz umschließt die Wurzeln der Heidelbeere und erleichtert der Pflanze so die Aufnahme lebenswichtiger Stoffe. Im Gegenzug erhält der Pilz Stärke von der Heidelbeerpflanze. Zwar könnten sie getrennt voneinander existieren, effektiver für beide ist jedoch das Zusammenspiel. Übrigens, das Bundesamt für Strahlenschutz zählt Heidelbeeren und Preiselbeeren immer noch zu den Wildbeeren mit den höchsten Cäsiumwerten. Trotzdem lautet eine Erklärung des Bundesumweltministeriums, dass bei normalen Verzehrgewohnheiten von Wildpilzen und Früchten keinerlei gesundheitliche Gefährdung ausgeht. Zum Vergleich, der Genuss eines Kilos Pilze, das in der Regel stärker radioaktiv belastet ist, entspricht der Strahlenbelastung eines Interkontinentalfluges. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.